Düp, düdüdü. Düp, Jo und hallo und schön, dass du da bist. Ich bin der Digi-Held und versuche jetzt Werkzeug in den Osten zu bringen. Ja, und dafür brauche ich, da war ich mir eigentlich ganz richtig, lauf hier rum, weil hier ein bisschen Bewegung ist, Stahl und Kupfer. Stahl und Kupfer, jawohl. So, und Stahl und Kupfer, das kriegen wir halt hier irgendwo her. Das ist hier irgendwo zu holen. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau wo. Dafür drücke ich dann die Alt-Taste. Dann haben wir das ja gezeigt. Hier so. Zack. Genau, das ist vielleicht ein bisschen viel gewesen. Aber wir sollten jetzt irgendwie 300, ne? Sollten jetzt auch nicht zu wenig nehmen. So, das nächste ist, was wir brauchen, das ist halt Kupfer. Und Kupfer wird auch irgendwo aufbewahrt in irgendeiner Kiste. Ich höre schon GHG Crafter. Da! Da! Jetzt wollen wir mal das hier nehmen. Nein! Das war schon wieder die falsche Taste. Ich finde die Steuerung finde ich echt super. Allerdings muss man auch damit umgehen können. So. Und da brauche ich noch grüne Platinen. Gut, davon sollten wir hier auch eine ganze Menge haben. Oha. Da nehmen wir gleich mal alles mit. Und dann gucken wir mal an, was da oben passiert ist. Das war ja schon irgendwie mit roter Ausrufezeichen und so. Rot. Rotes Ausrufezeichen, nicht roter Ausrufezeichen. Aber scheint nichts passiert zu sein. Jedenfalls nichts, was nicht wieder repariert wurde. Jo. So ganz sicher ist das hier auch nicht, aber es sollte eigentlich erstmal halten. Gut. Was ist hier mit ja, Munitionsversorgung? Sieht man hier, ist voll im Gang. Läuft. So, dann gehen wir mal zu unserer nächsten oder zu unserer neuen Kupfermine. Dazu fahren wir erstmal in den Norden. Einfach mal, weil es so schön ist und weil es da eine ganze Menge Kupfer gibt und genau. So, da sind wir dann auch schon und dann wollen wir mal gucken. Oh scheiße, ich bin so, das ist so warm hier drin. Tut mir leid, ich kann nicht nachdenken. Wir waren natürlich Geschütztürme und Steine bei euch auch noch, habe ich ja letzten Teil noch erzählt so. Aber ich bin echt so fertig. So, Steine kann ich halt unten besorgen und das andere habe ich schon wieder vergessen. Da sind sie ja schon. Nein. Nein. Wieso habe ich das nicht rausgeleitet hier? Aber ich glaube, ich habe noch woanders Steine. Ah, der Wald muss weg. Ich glaube, ich muss gleich mal zu meinem Flammenwerfer greifen hier. So, Steine. Können wir auch mal alle rausnehmen da und dann machen wir hier mal ordentlich Steinwand. Steinwände, die gehen relativ. Ach, dafür brauche ich Ziegelsteine. Jetzt habe ich die alle hier rausgeholt, aber schnell mal wieder rein. Mist. Wo lasse ich das? Okay, ich hole mir erstmal hier 100 Ziegelsteine raus. Hier auch nochmal. Werden wir brauchen. So, Geschütztürme. Davon mache ich jetzt erstmal 10 Stück. Und dann brauche ich wieder Stahl und Kupfer. Na gut. Aber dann habe ich erstmal genug von diesen Geschütztürmen. Wadi, Wadi, was ist denn los? Ich brauche wieder Eisen und Kupfer. Verdammt! Geh weg, du Wald! Der ist mir in den Weg gesprungen, das habt ihr gesehen, ne? Gesehen, wie der Wald in den Weg gesprungen ist, ne? Das. Ah, hinterhältiger Wald. So.
tatsächlich die richtige Taste. Gleich beim ersten Mal. So, und Kupfer. Zwei links, zwei im Westen. Westen, nichts Neues, alter Western. So. Hier bin ich, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Nein, das ist nicht für mich. So, dann fahren wir mal wieder dahin. Ah, warte, ich habe jetzt Ziegelsteine. Sollen wir noch Mauern bauen? Da 100 Stück. Kann ich nicht, kein Platz. Scheiße. Eine Rakete. Wieso ist die Pistole hier? Das geht nicht. Ich brauche die sowieso nicht. Aber egal. Die kann ich stacken. Und dann kann ich die Pistole jetzt stellen. So. Und dann habe ich wieder Platz für Mauern. So. Läuft. Okay, die Schütztürme sind gleich fertig. Sind fertig. Und die Mauern werden hergestellt. Und das heißt, es wird alles gut. Es wird alles gut. So, als nächstes brauche ich dann auch noch andere Sachen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder hier diese. Diese Teile muss ich auch noch aufstellen. Ein Roboter. Kann ich einen bauen? Aber dann habe ich keinen Kupfer und kein Eisen mehr. Ups. Tja. Egal. Wir brauchen ja früher oder später. So, aussteigen. So. Verdammt, ich brauche noch eine Haltestelle. Aber als erstes bauen wir erstmal die Geschütztürme auf. Die Geschütztürme auf, die Geschütztürme auf. So, schützen wir die Kohle mit? Brauchen wir Kohle? Kohle kriegen wir eigentlich genug, ne? Da, an die Ecken immer. In der Mitte nochmal ein. So. So. Und so. Jetzt gehen wir hier nochmal runter. Jetzt kann ich nicht sehen, wo der steht. Schlecht abzuschätzen, aber das wird sich nachher noch genauer herauskristallisieren. Gar nicht verkehrt, wenn auch da einer steht, wo die Züge nachher sind. Oder vielleicht sogar auf der anderen Seite. Vielleicht sollte ich den Bahnhof tatsächlich so richtig einmauern. Gucken, wie viel Mauer haben wir. 2x50, ja viel ist es nicht, glaube ich. Wir haben wahrscheinlich noch ein paar Steine nachholen müssen. Nee, das ist ja ratzfatzweg. Da komme ich ja nicht mal rum. Jo, das war's dann auch schon. Super. Aber wir haben halt die Geschütztürme. Und den machen wir jetzt voll mit Munition, also mehr oder weniger. Ja, komm schon. Nein. Dauert ein bisschen. Kommt jetzt immer 5 Stück rein. So. Dann sollten die erstmal genug haben. Lalalalala. Ich drücke immer die falsche Taste. So, jetzt hier. Links. Rechts, 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 rechts. Oder erstmal die Zone. Okay, alles klar. Okay.
So, dann ging. Also scheiße, ich sag. Es wird natürlich cooler aussehen, wenn jetzt irgendwie auf der anderen Seite auch nochmal zwei Geschütztürme sind. Mal gucken, ob ich noch zwei bauen kann. So, was ist das denn, Radar? Ja. Dann brauchen wir hier diese Abbaudinger. Aber da brauchen wir erstmal nicht viel. Zwei Stück dürften reichen. So, diese Abbaudinger. Transportbänder. Da habe ich jetzt nicht mehr viel, ne? Kisten. Dann holen wir uns mal mehr Steine. Obwohl. Ah, ich kann ja schon mal. Damit wir irgendwie wissen, wo wir hinkommen. Ja, schon ein bisschen weiter ausbauen. Dann brauchen diese Dinger. Ja. Hey, gib mir diese Dinger da. Also eigentlich wäre das cool, wenn er mir hier irgendwie so die ganze Reihe hier abbaut. Weil, weil das cool wäre. So. Dann ist halt alles weg und dann kann ich ja mal weiter nachrücken, so mit System das hier so abbauen. Das würde mir gefallen. So, dementsprechend muss ich natürlich das Haltesignal dann da setzen. Was mich natürlich dann wieder zu der Idee bringt, dass ich, Signal da gesetzt habe. Ich brauchte natürlich auch so ein Teil hier, sehr klar. Was ich gerade gebaut habe, diese hier. Ja, aber eins nach dem anderen, oder? Ja, eins nach dem anderen. Oh, scheiße, ich brauche ja auch Strom. Ups. Es könnte sein, dass das alles doch ein bisschen größer wird. Braucht der die jetzt? So, ja klar. Hat er keine am Start, ne? Ja, die muss ich dann holen. Also ich kann jetzt hier nicht irgendwie Solarzellen bauen. Da kommen wir blöd vor. Ich habe irgendwie den ganzen Arsch voll davon. Weil ich muss sowieso irgendwie weg. Geh mir aus dem Weg. Ach, dieser scheiß Baum. Na egal. Wenn du nicht willst, dann brauche ich den halt. So. Lalalala. Der ist ziemlich schnell mit dem Ding. So. Ah. Ach, wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich ja hier weitermachen. So, kein Zug, dann kann ich hier rüber. Dann kann ich nämlich das Ding hier abbauen. Flupp. Und ein bisschen weiter nach oben bauen. Na, wo bist du? So. Und dann kann ich den nächsten nämlich auch. Es wäre ziemlich blöd, wenn ich ihn da jetzt setzen würde. Und da steht er jetzt auch nicht besonders toll. Hä? Was ist denn du los? Irgendwas fehlt da. Der andere hat kein Signal oder sowas. Hat er keinen Strom, ne? Super. Da kommt das mit dem Strom, ist hier so langsam kommen. Ja. So, jetzt noch die Roboter da rein, wo ich mal hier bin.
an. Dann stellen wir den zweiten auf. Das ist natürlich jetzt hier ein Riesenfeld jetzt und das Teil jetzt genau da reinzustellen. Da weigere ich mich so ein bisschen, ne? Andererseits. So, die Mauern, das passt sehr gut. Leider passt das nicht ganz so gut. Okay. Aber so. Auch nicht. Stell ich mir das Ding auf den Fuß. So. Okay, wie sieht's aus mit Strom? Sollte hier eigentlich kein Thema sein. Gut. Das ist gut, dann können die sich halt. Ich habe nicht genug Transportbänder, aber ich wollte dann Anforderungskisten noch jetzt auch nicht mehr so gut viele. Eigentlich gar keine. Wie viel brauche ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ja, da haben wir den Salat. Da haben wir den Salat. Oh, oh, oh. Die Dinger kosten unheimlich viel Strom, hab ich das Gefühl. Tja. Brauchen wir Solarpanels? Brauchen wir dann hierfür auch noch? Na gut, okay. Dann geht's wieder zurück zur Basis. Okay. Kleines Wettrennen mit dem Zug hier. Aber der Viking, der geht gleich ab. Und der Kneri. Hm? Ja, gewonnen. Oder? Ha. China. Ich bin schon von den merkwürdigsten Sachen besiegt worden. Von Bäumen, bei Seven Days to Die zum Beispiel. Und Gruben und Löchern. Ja. Ich bin gestorben, weil ich mein Gewehr weggeschmissen habe bei Far Cry 4. Und auch bei anderen Spielen, aber da ist es mir irgendwie am geilsten in Erinnerung noch so. Naja, also. Ich bin halt wieder ruhig. Was gibt's da noch? Es gibt hier noch rote Dinger und zwar nicht genug. Aber wir brauchen nochmal 45 Stück. Und wir brauchen noch hier, genau. Auch hier brauchen wir noch ein paar Roboter, aber wir brauchen auch jetzt ein paar Roboter wieder da in der neuen Station. Oh, 17 Stück. Batterien, Eisen, Grüne. Die kann man natürlich auch gut automatisiert bauen, ne? Weil es dauert ja schon, bis sie fertig sind, aber naja, so ist es halt. So, wir brauchen. Bestimmt brauchen wir wieder Eisen. Oh, ich nehme mal noch ein Stack Eisen mit. Eisen. So, und dann brauchen wir Solarzellen. Und diese anderen Dinger. Oh Gott, wo habe ich die denn? Ich habe ja alles. Ne? Das ist genauso wie bei mir in der Wohnung. Ich habe alles. Ich weiß nämlich wo. Eigentlich bin ich reich. Ich müsste nur wissen, wo die Sachen sind. Das ist mein Problem. So viele Scheiß habe ich. So viel Scheiß. Ich finde das meistens immer, keine Ahnung, so zwei, drei Tage nachdem ich das gekauft habe. Dann finde ich das nochmal irgendwo unter der Wäsche oder bei den Unterhosen oder im Müsli oder. Keine Ahnung, wo man halt irgendwie sowas findet. Ne? Die ganz normalen Plätze halt. So, aber ich sehe jetzt irgendwie, die Zeit ist wieder vorbei und. Sehr gut.
deswegen muss ich jetzt leider wieder Schluss machen mit diesem Part. Und dann werde ich mir erstmal den Schweiß aus dem Po wischen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt rauskomme aus dem Stuhl. Es gibt bestimmt so ein ekelhaftes, richtig ekliges, schnatzendes Geräusch. Okay, das kommt schon mal alles hier in die Kiste. Das heißt, ich kann dann auch wieder Mauern bauen. Oh, ich muss aufpassen, dass ich genug habe für den hier. Also genug Platz. Ne? Jetzt habe ich ja so viel Ziegelsteine, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Was? Hä? Soll ich jetzt diese Betonplatte? Nein! Da. Ziegelsteine, mein Freund. Mauern. Das paar Tore sollte ich auch noch bauen. So. Jetzt kann ich wieder Ziegelsteine rausnehmen. Das ist der Lauf der Dinge. Und dann kann ich wieder Mauern bauen. So. Sollte jetzt auch erstmal ausreichen. Ach ja, genau. Ich brauche diese Akkumulatoren. Und so ein Umspannwerk. Ich weiß gar nicht, wozu ich dieses Umspannwerk brauche. Komm, das machen wir jetzt. Das suchen wir uns jetzt noch zusammen. Ach komm, hier die blauen Fläschchen sind auch wieder so wenig unterwegs. Ey. Wieso das denn? Ich sehe nur Probleme. Was fehlt denn da? Was kommt nicht richtig an? Und alles. Das dauert einfach nur so lange in der Herstellung. Aber da jetzt irgendwie nochmal einen zweiten hinzustellen, das ist ja auch. Dann habe ich hier Mangel, da Mangel, dort Mangel. Rote. Eisen. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen vier Dinge, aber drei liefere ich hier an. Könnte ich das hier nochmal schnell machen? Das mache ich jetzt nochmal schnell. Dann habe ich, muss ich einfach die Wahrscheinlichkeit besser, dass ich das, was ich eigentlich machen wollte, vergessen habe. Also warte mal. Na, ich habe schon vergessen. So. Da stelle ich jetzt nochmal so eine blaue Fabrik hin. Wo bist du? Blaue Flaschen? Da. Hast du keine Ströme? Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber da muss auch Strom hin. Soll ich vielleicht einen großen nehmen? Aber wo stehe ich denn hin? So. Super. Und Greifer. Jetzt hat er hier keinen Strom. Das ist nun mal so. Okay. Guck mal, jetzt kommt dann nämlich auch was raus. Ist das nicht schön? Doppelt so viel. Wahnsinn, wie das funktioniert. Jetzt bin ich nur mal gespannt, wie lange. So, was braucht man noch? Jetzt habe ich es echt vergessen. Vater. Da kann man auch noch was anstellen mit.
Akkumulatoren. Wo vom Teufel habe ich diese Akkumulatoren? JHG, ey! Wo habe ich die Akkumulatoren? Mann, Mann, Mann. Da! Mensch, JHG, sag das doch gleich! Werde ich nicht so rumgerannt hier wie so ein Blödian. Wieso habe ich denn nur 20 eingepackt? So, also ein 50er Stack sollte schon reichen. Wo ist der jetzt? Okay, als er beide rausgenommen. Nein! Man kann damit einfach nicht um. Gut, das haben wir auch. Ich habe bestimmt noch 1000 Sachen vergessen. So, dann stelle ich mal meinen Panzer dahin, damit ich halt morgen weiß, wenn ich wieder aufnehme oder übermorgen oder so. Dann muss ich wieder aufnehmen und zwar wieder kein Teil. Falls dem einen oder anderen aufgefallen ist, ich habe halt irgendwie ja in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig hochgeladen. Hatte kurze Zeit überhaupt keine Teile. Also ich nehme jetzt irgendwie auf, weil ich überhaupt keine Teile mehr habe. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Das liegt einfach daran, dass ich das erzähle ich im nächsten Teil. Wenn ich daran denke, erinnere mich mal dran. Also bis dahin. Tschüss!